Musikcenter Saar in St. Ingbert. Heute geht es um das Thema E-Piano und der Carsten ist ein richtiger Experte darin. Hallo Carsten. Hallo. Ja, wir haben schon ein Video gedreht und ich bin begeistert von deiner Expertise und habe schon gefragt, hast du irgendwie Musik studiert? Nee, hast du nicht, aber du scheinst echt begeisterter Musiker zu sein. Und heute möchtest du uns noch das Yamaha E-Piano vorstellen. Dann komm mal rüber. Ja. Ja, wir haben schon in dem anderen Video, wenn es euch interessiert, dann schaut es euch die Vorteile von E-Pianos besprochen in, ja, ich würde sagen, in ausführlicher Länge. Deswegen hat der Flo gesagt, wir drehen noch ein zweites Video hier über das Yamaha E-Piano. Erzähl doch mal ein bisschen was drüber. Ja, also Yamaha gilt ja so als Erfinder dieser Form von E-Piano oder ja, auch Digitalpiano. E-Pianos gab es schon länger, aber Digitalpianos kam so 85 auf und ja, Yamaha hat dafür einen eigenen Namen geprägt, Clavinova, ja, also das neue Klavier, wenn man so will. Und damit schon viel vorweggenommen, was in Zukunft noch dann jetzt auch tatsächlich gekommen ist und was passiert ist. Die Authentizität hat immer mehr zugenommen und man sieht das mittlerweile als ernste Alternative zu einem akustischen Instrument, speziell zu dem Klavier, also im Heimbereich, das ist eine super Sache. Und wie gesagt, Yamaha als ja, Pionier, sagen wir mal, in vielen Bereichen, aber halt auch in dem Digitalpiano-Bereich, hat natürlich heute auch noch ein wichtiges Wort mitzureden, wenn es um diese Instrumentengattung geht. Da gibt es von bis ganz billige oder günstige, sagen wir mal so. Yamaha macht kein ganz billiges Material, das wollen die auch nicht, sondern das sollen dann andere machen. Wir machen Qualität, in jeder Preisklasse natürlich so gut wie es geht. Und das hier ist jetzt auch noch in einem, ich sag mal, ja, Mittelklasse, Einsteigerbereich, kann man vielleicht nicht mehr sagen, aber so ein bisschen gehobener, aber wirklich erschwinglich. Ja, ich gucke einmal rüber, welche Preisrange wir so haben. Hier haben wir zum Beispiel mit Modell ab 1.349 Euro, da drüben auch noch, was haben wir da, 2.499, aber inklusive Premium-Piano-Bank. Genau, die haben wir bei den Modellen nicht dabei. Das ist jetzt nicht dabei, natürlich dazu zu kaufen, wenn man das möchte. Ja, das hier, das CLP 735 für 1.799 Euro. Großer Vorteil von E-Piano, hast du schon genannt, ist natürlich der Platzbedarf. Ne? Also wenn man sich ein Klavier anschaut oder sogar einen Flügel und man hat hier wirklich ja, gut Platz, sprich, man hat immer weniger Platz, möchte aber vielleicht trotzdem mal ein Instrument lernen, dann hat man hiermit eine gute Alternative, oder? Genau, genau. Und ich denke, es ist trotzdem noch schick. Also es ist auch hier ein bisschen höher gefasst, was ein bisschen an ein akustisches Instrument auch erinnert. Es ist also auch nicht kompletter Hohlraum, es sind auch Lautsprecher drin, also es hat also auch schon einen technischen Nutzen. Aber es ist halt bei weitem nicht so hoch wie beim Klavier. Das heißt, in der Regel, kommt immer drauf an, kann ich das sogar unter ein Fenster stellen. Und wenn ich mal lüften will, ich kann den Notenständer auch umklappen. Das ist hier auch so vorgesehen, ne? Also dann ist das auch ganz flach. Mhm. Ja. Okay, dann hat es auch eine Tastaturabdeckung. Beim Klavier geht die nach oben geklappt, da ist ja genug Platz. Und hier wird sie im Gehäuse versenkt. Ah. So, dann sieht das auch schick aus und staubt natürlich auch nicht zu, das ist auch ganz wichtig. Ja, und das gibt es auch in verschiedenen Farben. Wir haben jetzt hier das Weiße mal, damit man einfach mal sieht, dass es auch das gibt. Und das ist ein unaufdringlich, denke ich, auch vom Design, sodass man das fast in jede Wohnumgebung, denke ich, gut einfügen kann. Ja, Schwarz gibt es, braun gibt es. Ja. Finde ich sehr schick. Da haben wir zum Beispiel die schwarze Variante, aber in einem anderen Modell. Ja. Aber sehr, sehr schick. Ja, dann zeig uns doch mal ein bisschen was. Du hast gerade eben schon, wir haben ein bisschen darüber gesprochen. Ja. Es gibt natürlich verschiedene Sounds. Oder wie hieß das hier? Also Yamaha nennt das Voice, aber es sind Sounds, genau. Klänge, wie auch immer. Voice nennt Yamaha das, genau. Also es gibt halt zwei Hauptklänge, die Yamaha auch besonders wichtig sind. Dafür gibt es eigene Knöpfe. Das ist der CFX Grand. Das ist der Yamaha Konzertflügel, der größte und der aktuelle. Und dann gibt es den Bösendorfer. Die Firma Bösendorfer gehört zu Yamaha. Und Bösendorfer hat auch ein Hauptinstrument, oder das ist ein Schlachtschiff, das klingt immer bei musikalischen Sachen so ein bisschen böse, aber das ist der Bösendorfer Imperial. Mhm. Imperial sagt es ja schon, das ist also der Flügel schlechthin. Den kann man sich normalerweise nicht leisten, geschweige denn stellen. Also hat man ihn hier in digitaler Form verewigt, sodass eigentlich fast jeder jetzt Zugriff auf diesen fantastischen Klang hat. Der Bösendorfer ist ein bisschen dunkler und hat auch eine riesen Atmosphäre auch. Das ist sehr schön, dass der jetzt hier erhältlich ist, in diesem kompakten Format, sage ich mal. Mhm. Zudem gibt es natürlich noch andere Klangfarben.
Die sind hier unter, wir haben schon gesagt, Voice, weil das Yamaha so nennt. Dann zusammengefasst, also man hat hier verschiedene Rubriken, Piano, wenn ich jetzt hier rübergebe im Cursor, sehe ich, okay, ich habe nochmal diese beiden Sounds, die haben ja auch ihre eigene Taste, aber es gibt auch einen Klavierklang. Das mag jetzt überraschen, wenn ich so große Flügel habe, warum habe ich Klavier? Aber das hat halt auch seinen Charme, mal dieses Unperfekte, dass ein Klavier im Gegensatz zum Flügel hat. Beatles zum Beispiel haben alle ihre Sachen mit Klavier eingespielt, nicht mit dem Flügel, ist eher ungewöhnlich. Auch im Pop nimmt man nochmal eher einen Flügel, aber es hat seinen Charme. So, hier gibt es noch weitere Flügel, die für verschiedene Musikrichtungen auch nochmal abgestimmt sind. Pop, Jazz, Rock. So, aber das ist nicht alles. Ich habe hier auch andere Rubriken. Auch E-Piano. Wir hatten das auch schon mal bei dem Instrument von Geva, was in einem anderen Video beschrieben wird. Orgelklänge, Streicher. Also es ist überschaubar. Schwerpunkt ist natürlich Klavier. Aber es gibt ja noch eine Besonderheit. Das gibt es bei anderen Instrumenten, anderer Hersteller nicht. Das ist die Rubrik Fortepiano. So, was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Tatsächlich ist das ein Vorgänger von dem heutigen Klavier oder Flügel. Wenn man hier mal anschaut, stehen da jetzt hier Namen, Mozart, Chopin. Natürlich kennt man die. Aber hat das nicht so im Fokus, dass das eigentlich ganz andere Instrumente waren, die auch anders klingen. Und wenn man historisch da Interesse hat, mal zu hören, wie hat Mozart das gehört, wie er komponiert hat? Oder Beethoven, Zeitgenosse. Wie hat sich das dann angehört? Dann kann man das hier mit tun. Okay. Ja? Und das finde ich eine ganz interessante Geschichte, weil es klingt einfach wirklich völlig anders. Ja, du hast vorhin schon erzählt, dass Mozart oder Beethoven sehr energisch gespielt hat und du die Auffassung hast, dass der mehrere Klaviere sozusagen kaputt gekloppt hat, oder? Es ist also es gibt in Speyer ein Technikmuseum und da gibt es diesen Wilhelmsbau. In diesem Wilhelmsbau sind historische Kleider, aber auch historische Spielautomaten. Also das sind keine Automaten mit Elektrik, sondern also mechanische Automaten tatsächlich. Und auch historische Instrumente. Und da gibt es halt auch Instrumente aus dieser Zeit, da kommt man sehr nah ran. Im Beethovenhaus in Bonn steht auch ein Flügel von Beethoven. Angeblich hat er den nie viel gespielt, aber es war ein Instrument dieser Zeit. Und wenn du mal davor stehst, dann denkst du, oh Gott, ist das fragil. Du hast richtig Angst. Du darfst nicht spielen, klar, weil selbst wenn du es dürftest, würdest du es zweimal überlegen, dass da nichts zerbricht. Also es ist wie ein Cembalo oder Harpsichord, sagt man ja auch. Sehr fragil. Auch mechanisch. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die unter diesem energischen Beethoven gelitten haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich überliefert ist. Mal einfach nur so. Ja, Gedanke. Möchtest du uns vielleicht mal was demonstrieren? Ja, kann ich gerne mal machen. Gerade mit dem Mozart-Piano zum Beispiel, dass wir das auch mal etwas hören können. Ja, sicher. Wir können mal den Vergleich machen. Modernes Instrument zu historischem Instrument. CFX-Flügel ist, wie gesagt, ein ganz moderner Konzertflügel von Yamaha. Und das jetzt mit dem historischen Vorbild. Ich denke, man hört den Unterschied sofort. Ja, auf jeden Fall. Ja, das klingt alles etwas... Ja, unperfekt auch, aber das hat natürlich auch seinen Charme. Und die Saiten waren damals auch viel, viel kürzer. Das heißt, man hat auch sehr viel weniger Sustain und Nachklang. Töne verklingen schneller, es klingt auch perkussiver. Es erinnert vielleicht sogar mehr noch an das ursprüngliche Instrument von Mozart, auch Bach. Das war das Cembalo. Das ist das hier. Sandra, da erkennst du auch den populären Musiker. Guck mal, Hocker beiseite. Ja, das stimmt. Das geht leider nie irgendwie ganz an mir vorbei. Das kann ich nicht verleugnen. Aber jemand, der Zuschauer, die auch Klassik spielen, wird sowieso sofort merken, da kommt nicht aus der Klassik. Ja, großer Vorteil vom E-Piano, haben wir auch schon gesagt, ist natürlich die Lautstärke. Heißt, wenn man in einer Mietswohnung wohnt, ein Klavier kann man nicht auf leise stellen. Mit dem E-Piano geht das aber schon. Man kann ganz laut spielen, wenn man möchte. Man kann ja auf normaler Lautstärke spielen oder mit Kopfhörern, damit man quasi lautlos spielt. Ganz genau. Kopfhörer ist mein Favorit, weil du hast
uneingeschränkt das, den vollen Genuss des Klanges, der halt bei höherer Lautstärke, ja, es ist halt einfach so, Musik klingt laut einfach am besten. Du hörst mehr Höhen, du hörst mehr Bässe und ja, das klingt einfach gut. Und wenn du das halt drosselst, dann verlierst du einfach Klanggenuss. Und mit dem Kopfhörer musst du das nicht. Du kannst so laut machen, wie du möchtest, hast aber trotzdem immer vollen Klanggenuss. Und ja, das geht, wie gesagt, auch für Leute, die jetzt ein bisschen, ja, nicht stundenlang mit Kopfhörer üben wollen, aber auch hiermit. Ich drehe hier leiser und dann habe ich einfach, ne, der Lautstärke-Regler hier. Und kann dann aber trotzdem üben. Klingt dann nicht mehr ganz so voll wie vorher, aber ist auch schön. Auch möglich, das, was man spielt, direkt aufzunehmen über irgendwie einen Output, Input, wie nennt man das? Ja, das geht tatsächlich auch, aber braucht man gar nicht, weil man kann auch intern im Instrument, ohne irgendwas zusätzlich anzuschließen oder so, sofort aufnehmen. Finde ich sehr, cool. Sehr praktisch, sehr angenehm, weil immer irgendwas verkabeln müssen, Kabel im Schrank suchen, ist immer umständlich. Nein, nein, also brauche ich hier nicht. Ich habe hier einen Rekordknopf auch direkt. Wenn ich da drauf gehe, ist er auch direkt schon im Standby. Das heißt, ich kann sofort loslegen. Schwerpunkt, man sieht das hier, ist also ganz einfach, oder ganz wichtig hier auch zu sagen, ist, dass es einfach ist. Es richtet sich also nicht an Technik-Nerds oder an da technikversierte Leute, sondern einfach an den Klavierspieler, der schnell irgendwas aufnehmen möchte oder spielen möchte. So, und das kann ich jetzt hier einfach tun. Ich kann einfach meine Lieder hier aufnehmen, indem ich jetzt hier spiele, läuft er direkt los. Ne? Stopp machen und kann das jetzt hier abspeichern. Da habe ich jetzt auch noch die Möglichkeit, das extern zu speichern tatsächlich. Also ich könnte es auch noch auf einen USB-Stick speichern. Aber wie gesagt, auch wenn ich den nicht zur Hand habe, ist nicht schlimm. Er speichert es jetzt erstmal intern. Mhm. Und kann ich natürlich wieder löschen oder mir anhören oder auch dazu spielen. Zweiten Klang. Ah, okay. Kann ich auch machen. Das heißt, du kannst im Prinzip ein ganzes Musikstück mit mehreren Tönen einmal komponieren. Ja, cool. Genau. Ich habe sogar dafür ein Schlagzeug, mit dem ich dazu spielen kann. Ich bin begeistert. Ja, also auch das kann man machen. Das heißt, die Aufnahme kann ich aber nur über USB-Stick, sag ich mal, übertragen? Oder wie ist das? Also wo ist das denn versteckt? Dass ich also es ist ein interner Speicher, ein Flash-Speicher, also wie ein USB-Stick, aber verbaut fest im Instrument. Das bleibt auch so lange drin, bis du es aktiv löschst oder überspielst. Ja. Dasselbe ist letztlich. Und wenn du sagst, ja, das war jetzt so genial, will ich für die Ewigkeit erhalten, kann man das auf einen USB-Stick abspeichern und dann, ja, YouTube stellen oder was auch immer damit machen. Ja, cool. Genau, es gibt auch noch eine App hierfür, die das Ganze noch ein bisschen erleichtern soll. Ich habe sie hier mal schon mal geöffnet, weil man sieht jetzt hier CFX Grand. Okay, ja, so ein bisschen das kleine Display und so weiter. Und hier in der App. Das Gleiche, aber dann sehe ich sogar ein Bild von dem Originalflügel. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Die Halle, in dem er steht, ja, weil auch die wird simuliert tatsächlich. Mhm. Weil ein guter Flügel, ich würde mal sagen, ein gutes Instrument generell, klingt halt vor allem in einem akustischen Instrument, in einem guten Raum erst richtig gut. Also wird der Raum gleich kurzerhand mit simuliert. Mhm. Und das ist natürlich entsprechend musikalisch
optimierte Räume. Bei dem Yamaha ist es so, es geht halt per Kabel. Das heißt, ich muss das Instrument hier mit dem Kabel verbinden, wenn ich diese App nutzen möchte. Allerdings nicht, wenn ich jetzt nur Playbacks abspielen möchte. Das kann ich nämlich tun, per Bluetooth natürlich. So, aber zur Steuerung schließe ich es kurz an. Das Instrument wird dann hier erkannt. So, ja, sagt mir, dass ich das jetzt auch tun muss. Jetzt steht hier in Communication, das heißt, jetzt erfolgt oder ab jetzt erfolgt die Bedienung hier über die App. Mhm. So, das geht wie gesagt ein bisschen übersichtlicher, obwohl das jetzt nur ein Smartphone ist, ist trotzdem viel übersichtlicher wie über das kleine Display hier. Und ich kann jetzt hier meine Instrumente auswählen. Da habe ich aber noch ein Bildchen dabei, damit ich eine Vorstellung habe, wie sowas aussah. Hier zum Beispiel das E-Piano. Ja, und jetzt auch eine ganz interessante Sache. Das geht auch ohne die App, muss man klar sagen. Aber hier ist es einfacher. Ganz interessante Sache, sagte ich. Ich kann Klänge mischen. Also ich kann jetzt hier zu dem Instrument noch eine zweite Klangfarbe dazu machen. Das sind jetzt hier Streicher. So kurz anhören, wie das dann klingt. Auch sehr schön. Ja. Also das, wie gesagt, geht auch ohne die App, aber mit der App alles ein bisschen einfacher. Mhm. Ja. Geht auch für Android? Ich habe schon am Kabel gesehen, das ist ein iPhone, oder? Ja, es geht auch für Android. Okay, mhm. Also für jeden Benutzer zu haben. Genau. Mit Smartphone, Tablet. Okay, kostenlos also, zum Download bei Yamaha. Also im App Store oder im Play Store natürlich. Auch komplett kostenlos, kein genau. Abo abschließen. Keine versteckten Kosten, nichts. Super. Ja, und wenn man das Ganze mal ausprobieren möchte, kann man natürlich bei euch eine kleine Probesession machen. Ja, ne? Sehr gerne. Ich kann es gerne zeigen. Jeder kann aber hier so lange, wie er möchte, auch spielen, probieren, vergleichen, mit Kopfhörer mal probieren. Das kann man halt so nicht zeigen im Video, muss jeder mal selber diese Erfahrung machen. Das ist echt cool. Ja. Ja, danke lieber Carsten. Dann euch... Danke fürs Einschalten und nochmal, wenn ihr ausprobieren wollt, dann kommt gerne mal vorbei. Bestenfalls auch einen Termin machen, damit genug Zeit ist, um ein paar Instrumente auszuprobieren. Ja, dann noch weiterhin viel Erfolg und vielen Dank. Danke für die schöne Präsentation. Dankeschön. Euch danke fürs Einschalten und bis bald.